Warum gehen wir eigentlich immer als Opfer durch die Welt? Warum denken wir eigentlich immer, die anderen haben uns mehr zu geben, als wir ihnen? Warum? Irgendwer hat es mal entschieden, dass das so sein muss. Und seitdem denken wir so. Wie verrückt. Warum denken wir eigentlich, wir sind nichts wert? Weil ein Lehrer mal der Meinung war, als Beispiel, dass nur weil wir eine 5 in Mathe haben, dass wir nichts können. Vielleicht hat der Lehrer einfach den falschen Ansatz gehabt, um es mir schmackhaft zu machen, dass ich Spaß entwickle. Aber so denken wir nicht. Wir denken, wenn jemand anders was sagt, muss das so sein. Völlig Wahnsinn. Und dann überlegt euch mal, was wir hier machen. Was das ist. Ja, ist das ein Probelauf oder... Nee, das ist unser Leben. Ja, genau dieser Augenblick jetzt, das ist unser Leben. Und jetzt stellt euch mal vor, etwas passiert nicht, na und? Ja. Ja, dann stehe ich auf und probiere was Neues aus. Aber worauf denn warten? Worauf? Dass es morgen besser wird und übermorgen? Ja, dann sind wir irgendwann 20, 30, 40, 50, 80 Jahre und blicken auf unser Leben zurück und denken uns, okay, das nennt man also Leben. Da hat sich unser lieber Gott was Tolles ausgedacht. Ja, also wenn das jetzt so das ultimative Geschenk sein soll, so geil war es nicht. Ja, oder wir sagen, ey, es war echt nicht einfach. Und damals, so als ich da in dieser Abzweigung war, die Entscheidung war echt hart. Aber verdammt nochmal, ich habe alles gegeben. So, ich habe alles versucht und am Ende des Tages kann ich sagen, ja, es war gut.